Es ist leichter, eine Freundin zu bekommen als jemals zuvor. Und es ist egal, ob du Mr. Durchschnitt bist und Max Mustermann heißt. Ob du ein armer Lauch mit Zahnstocherärmchen bist. Auch wenn dir manche Red Pillar und Black Pillar vielleicht einreden wollen, dass es extremst schwierig für dich ist. Dass es nur 10% schaffen, wenn sie extrem reiche Chats sind. In diesem Video erkläre ich dir, wie du es zu 100% schaffst, eine Freundin zu bekommen. Denn der Weg dahin ist immer der gleiche. Und rein in die Olga! Jede Verführung läuft immer nach einem exakt gleichen Plan ab. Es ist wie ein evolutionsbiologisches Naturgesetz. Und nahezu jede Studie da draußen bestätigt das auch zu 100%. Sei denn, sie kommt vielleicht von so einer total abgeranzten Gender-Professorin. Gender-Professorin-nen-nen-nens. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Die halt einfach jeden Bleistift für einen Rassist hält, der das Patriarchat repräsentiert und verteidigen will. Außerdem manifestiert er ein stereotypisches Rollenbild. Findet ihr nicht auch? Bleistifte an die Macht! Stop it. Get some help. Und wenn du als Mann mit ihr als Frau diesen Weg beziehungsweise diesen Plan Schritt für Schritt gehst und alle emotionale Phasen gemeinsam durchlauft, wird das Ganze dazu führen, dass sie erstens deine Gurke will. Morgens sich als erstes so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Zweitens sich hoffnungslos in dich verliebt und drittens dich als ihren Freund haben will, und zwar der Freund, der mit ihr ihr Bett teilt und nicht der, der ihre Fotos auf Instagram teilt oder liked oder irgendwelche Herzchen dahin simmt. Und du fragst dich jetzt sicher, wie sieht dieser Plan aus? Und das zeige ich dir jetzt. Denn alles beginnt mit der Eröffnung beziehungsweise mit der Kennenlernphase. Ich denke mal, es ist klar, dass wenn du eine Frau als Freundin haben möchtest, dass du sie erstmal kennenlernen musst. Also irgendwo treffen. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Einige davon habe ich dir jetzt erstmal hier auf die Folie gepackt. Surprise, surprise! Ihr müsst euch kennenlernen. Und das ist halt das Problem, wenn du ein völlig introvertierter, unscheinbarer Dude bist, der irgendwo die ganze Zeit in der Ecke steht und Angst vor seinem eigenen Schatten hat, dann wird das Ganze natürlich nichts. Und zwar selbst wenn du ein total durchtrainierter, erfolgreicher Chat bist, musst du trotzdem bei ihr auf dem Radar erscheinen. In aller Regel wird sie nicht aktiv und dich ansprechen, sondern das Ganze musst du machen. Und manchmal reicht es auch nicht nur einfach nur auf dem Radar zu erscheinen aus, sondern du musst auch ansprechen, also deine Ansprechangst, deine Ängste überwinden und mit ihr in Kontakt treten. Und Frauen lieben Männer, die wissen, was sie wollen und auch offen das Ganze kommunizieren. Und gerade die Typen, die eben die ganze Zeit online irgendwo auf ihren Instagram-Seiten rumhängen, die werden halt massivst aussortiert. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Denn beim ersten Date musst du doch so oder so ihr in die Augen gucken. Da musst du zeigen, dass du was drauf hast, außer Zahnbelag. Und kennenlernen und ansprechen kann man eigentlich überall. Klar, online wird uns immer erklärt, dass es so leicht ist. Klar, viele Männer neigen halt dazu, alles irgendwie auf online zu schieben, weil halt da einfach gar keine Ängste mehr vorhanden sind. Jeder kann ein bisschen Copy-Paste machen und sowas. Aber die effizientesten Wege sind einfach ansprechen auf der Straße, im Club. Es gibt tausend Möglichkeiten, schaut euch die Folie an. Und natürlich auch viele Ansprechtechniken, die ich hier auch beschrieben habe. Direkt, indirekt und so weiter und so fort. Warm, kalt, alles möglich. Und dann kommen wir auch zur nächsten Phase, die Anziehungsphase. Und wenn du sie erstmal angesprochen hast und kennst, dann ist es wichtig, dass sie dich eben auch respektiert und nicht zum Beispiel mitten im Gespräch anfängt, auf ihr Handy zu gucken und dir einfach die kalte Schulter zu zeigen, dich wegignorieren. Oh, ein Fussel. Es geht um Respekt und das Anerkennen deines hohen Status. Und der Status muss jetzt nicht so hoch sein, wie jetzt von einem
Promi oder einem Weltstar. Sondern es reicht da völlig aus, wenn der Status einfach nur minimal über ihrem Status ist. Es geht auch nicht darum, dass der normierte Durchschnittsstatus über alle Bereiche hinweg hier zählt, sondern die Frau muss nur in ihrem Kopf das Gefühl haben, dass dein Status höher ist als ihr eigener. Und dann entsteht pure Anziehung. Attraction. Und es gibt natürlich solche Instagram-Tanten und irgendwelche möchtegern Germany's Next Topmodels, die glauben, sie haben den mega krassen Wert. Aber es gibt auch unfassbar viele Frauen, die nicht der Meinung sind. Die das zwar probieren zu überspielen, aber in Wirklichkeit doch sehr kleine, ängstliche Mäuschen sind, wenn man ihnen face-to-face gegenübersteht. Und ich hatte viel Kontakt mit solchen Mädels. Einige gerade von Germany's Next Topmodel, aber Miss Germany, Miss Bikini und so weiter und so fort. Und gerade die haben sehr viel Zweifel auch an sich selber. Oftmals. Wenn man auch gar nicht glaubt, dass das überhaupt sein kann. Sondern ganz viel ist einfach auch nur Maske und überspielt. Und wenn du von deinem Status überzeugt bist und sie behandelst wie normale Menschen und nicht wie Prinzessinnen oder Göttinnen, dann werden sie deinen Status akzeptieren, in deinen Frame kommen und sich von dir angezogen fühlen. Das hört sich doch klasse an, oder? Wenn man jetzt mal guckt, die allermeisten Dating-Coaches, das Pickup-Forum, aber auch alle möglichen Pickup-Bücher sind immer voll von diesen Anziehungswerkzeugen, also typische Attraction-Tools. Und da wird ganz häufig gezeigt, wie eben dein Status höher wird in ihren Augen oder wie man ihren Status mindert und so weiter und so fort. Wie gesagt, so heftig muss es bei dir gar nicht sein. Es reicht einfach nur, wenn man ein bisschen mehr Status hat als die Frau. Und es kann durchaus auch zwischen Männern existieren, so eine gewisse Anziehung. Man muss sich nur ein bisschen davor schützen, dass man es mit diesem Status übertreibt. Denn es gibt auch viele so ADHS-Typen im Pickup-Forum, auf YouTube, die meinen, wenn du halt ein Attraction-Tool nach dem anderen zündest und die Frau vollkommen damit zuballerst, wie so ein Keine bösen Wörter! Der noch an so einem 200-Volt-Kabel angeschlossen ist. Dann glauben halt viele, dass es dazu führt, dass immer noch mehr Anziehung von der Frau empfunden wird. Und ja, es ist schon so, dass die Frauen oftmals dann auch positiv darauf reagieren und so auf die Schulter boxen oder lächeln oder diesen Hairflip machen, ihre Haare so ein bisschen auf die Seite legen. Aber das ist gefährlich, weil das gibt dir ja sofort auch diese Instant-Bestätigung. Gerade wenn diese Bestätigung dann zu häufig kommt, dann neigt man dazu, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr zu machen und fängt halt gar nicht an mit der nächsten Phase. Ganz häufig reicht es zum Beispiel auch völlig aus, wenn du einfach nur selbstbewusst eine Frau ansprichst in einer Situation, wo ganz viele Männer sich gar nicht trauen würden, einfach Hi zu sagen. Ja, meistens reicht das, wie gesagt, schon komplett aus, um so viel Anziehung zu demonstrieren oder so viel Wert und Status zu demonstrieren, dass die Frau sich von dir angezogen fühlt. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, viele verwechseln Anziehung halt auch mit sexueller Anziehung. Und das ist halt falsch. Weil in dieser frühen Phase sollte man halt noch nicht sexualisieren. Auf der Folie habe ich dir das mal dargestellt. Status der Frau, Status vom Mann sind im Prinzip die zwei Säulen. Die Differenz davon ist eben die pure Anziehung, Attraction. Das sind dann auch die Techniken aus der Literatur, die ganz häufig auch gezeigt werden. Wenn alles passt, qualifiziert sie sich und zeigt eben diese IOIs, die ich auch angesprochen habe. Das Problem ist, wenn man eben die Sexualisierung, also diese erotische Spannung schon aufbaut während der Anziehungsphase, dann kannst du ganz, ganz seltsamen Problemchen kommen. Und da zeige ich dir auch jetzt gleich ein Beispiel, aber bevor wir da richtig einsteigen, ist es wichtig, mal die nächste Phase nochmal zu zeigen, nämlich das ganze Vertrauensthema. Und das wird eben auch ganz häufig unter der Rubrik Rapport und Komfort gehandelt. Und es heißt im Prinzip nichts anderes als Emotionen erzeugen und Vertrauen aufbauen. Und das ist etwas so Wichtiges, was so viele eigentlich gar nicht auf dem Schirm haben. Und mir ging das auch eine ganze Weile so, weil ich eben süchtig war nach dieser Anerkennung, nach diesen IOIs, nach dieser Bestätigung der Frau. Und gerade in der Vertrauensphase ist es nicht so einfach, die so zu bekommen. Deswegen bin ich immer in der Anziehungsphase hängen geblieben. Für Vertrauen musst du ein Mensch sein, der eine Seele hat. Die Frau muss fühlen, dass da ein bisschen Substanz dahinter ist.
dass du kein absoluter Normie bist. Also kein absoluter Normalo-Mensch, sondern Ecken und Kanten hast. Und wenn es so ist, dann wird sich die Frau öffnen, wenn du das richtig machst. Sie wird dich in ihr Leben integrieren, wird dir tolle Emotionen zeigen, Geschichten erzählen, die sie bewegt. Sie wird das Gefühl bekommen, als hätte sie mit dir so einen richtigen Seelenverwandten gefunden. Und das ist auch was sehr, sehr Geiles, was auch bei dir voll reinhauen kann. Weil es gibt Frauen, die sind einfach unausstehlich und widerlich und so flach wie ein Blatt Papier. Aber es gibt auch andere Frauen. Ja, sie sind selten, aber es gibt auch andere Frauen. Es gibt Frauen mit Tiefgang, die wirklich auch richtig geil sind. Einfach tolle Mädels, mit denen man echt auch geile Gespräche führen kann und die auch Tiefgang haben und wo man auch wirklich danach aus dem Gespräch rausgeht und sich so denkt, hey, wow, was für ein krasses Mädel. Da rede ich jetzt natürlich nicht von irgendwelchen Feministinnen, ist klar. Schon welche, die ein bisschen Hirn haben auch. Und das genau ist halt das Problem. Also wenn du es nicht schaffst, eben dieses Vertrauensverhältnis und diese gemeinsamen Emotionen zu erzeugen mit ihr, dann wirst du eben über kurz oder lang auch von ihr geghostet und abserviert, weil sie dich nicht kennt, weil sie nicht weiß, worauf sie sich einlässt. Und das große Problem habe ich häufig halt auch zum Beispiel auf der Tanzfläche gesehen und gehabt. Da hatte ich dann irgendwie eine total heiße Alte und wir haben sofort getanzt und sofort auf Tuchfühlung, Arsch in der Hand, geil gerochen, direkt ran an den Speck. Ja, und dann geht man halt irgendwann von der Tanzfläche, weil man halt vielleicht schon ein kleines bisschen geiler geworden ist. Weil man das Ganze vielleicht ein bisschen verlegen will jetzt, so in ein bisschen ruhigeren Bereich. Oder vielleicht auch sogar zu Hause weitermachen will. Und da kommt dann halt oft so, ja, diese Zeit, wo sie halt mal neben dir steht und man halt nicht ihre Zunge in ihrem Mund hat und da vielleicht auch das ein oder andere Wort bei ihr rauskommt. Und dann stellt man fest so, hi, wie heißt du eigentlich? Oder wer bist du eigentlich? Oder wie alt bist du eigentlich? Also so absolute Basic-Kommunikation. Und dann kommt da halt auch nur Scheiß raus bei ihr und es fühlt sich alles total seltsam an. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es eben kein Vertrauen gab in dieser Phase. Und in aller Regel wird sie dich dann rausblocken. Beziehungsweise du hast auch gar keinen Bock auf sie. Sei denn, du bist wirklich spitz wie zehnnackte Friseusen. Wie just geil. Oder jetzt nehmen wir das Szenario, wir stehen nicht auf der Tanzfläche. Ich habe sie vielleicht kennengelernt und unterhalte mich jetzt mit ihr und nehme ihre Telefonnummer. Aber ich habe jetzt gar keinen Rapport und Komfort, also gar kein Vertrauen aufgebaut. So, und am nächsten Tag hat sie mir ihre Nummer gegeben und sie erzählt ihrer Freundin von diesem coolen Tag mit diesem absolut hotten, geilen Typ. Aber dann fragt die Freundin, wie heißt der eigentlich? Oder sie fragt, ja, wer ist er eigentlich? Oder was habt ihr denn besprochen die ganze Zeit? Und dann fühlt sich das Mädel auf einmal mega schlecht, weil sie hat halt gar nicht so viele Infos von dir. Sie weiß nicht, wie alt du bist, sie weiß nicht, was du beruflich machst. Und sie hatte auch eigentlich gar nicht so diese krassen Emotionen, die jetzt so hochkommen in wenn sie so über dich nachdenkt. Und dann kommt es eben ganz häufig vor, dass sie sich schlecht fühlt und das Ganze bereut. Nennt sich dann im Fachjargon auch Buyer's Remorse. Und dann hast du wieder verkackt. Sprich, es macht halt mega viel Sinn, eigentlich immer auch Vertrauen aufzubauen. Und auf dieser Folie habe ich dir jetzt nochmal die Techniken aufgezählt, um Rapport und Komfort aufzubauen. Und dann kommen wir zur nächsten Phase. Und da solltest du, wie gesagt, wirklich nur dann reingehen, wenn eben Anziehung vorhanden ist und Vertrauen. Und dann wird's feurig. Denn es geht halt um sexuelle Anziehung. Erotisches Knistern. Ich meine, klar, es gibt auch Frauen, die das Gurkenkarussell fahren, wenn sie dich nicht kennen. Da spritzt es jetzt richtig raus aus den Gurken. Das Gurkenkarussell dreht sich ganz astrein. Aber das ist die absolute Minderheit und kommt dann eher so, ich sag jetzt mal mit Ende 30, so kurz nach einer Scheidung oder nach einer Trennung, wenn sie einfach Abwechslung will, auf Teufel komm raus, eigentlich sich gar nicht für dich interessiert, einfach nur das Körperliche als Bestätigung sieht. Aber in aller Regel passiert das eben nicht. Und da brauchst du Anziehung und Vertrauen und dann natürlich auch das richtige Setting. Also man sollte dann auch zu ihr kommen
oder sie zu dir oder halt, was weiß ich, Parkplatz oder Clubtoilette. Irgendeine Option, um dann aus weiterzugehen, brauchst du halt einfach. Und nur dann kannst du und solltest du sie heiß machen. Kann man aber natürlich auch verlegen dann auf das erste Date. Ich persönlich halt sowieso nichts davon, von diesem Rumgehure, nachts um 5, angetrunkener Zustand, total müde und dann da so anstrengende sexuelle Akrobatik. Nee. Lieber entspannt auf dem Date. Aber eine Frau heiß zu machen, funktioniert in aller Regel mit dem Kopf und mit dem Körper. Also ich glaube auch, dass Frauen, wenn sie richtig horny und hot sind, auch wirklich einen Mann fressen können. Aber das heißt, ich glaube es, ich weiß es. Ich habe es in einem Schulprojekt schon mal recherchiert. Cousin vom Cousin vom Cousin hat es mal von einem Tschetschenen erfahren. Also den Kopf bekommst du halt einfach, indem du zum Beispiel witzige Sexgeschichten über dich erzählst, Anspielungen machst, über ihre Wünsche redest und so weiter und so fort. Und den Körper machst du natürlich damit heiß, dass du sie küsst und auf Tuchfühlung gehst. Damit meine ich sie antatscht. Also nicht plump, sondern so, dass sie es gut findet und sie dich auch antatscht, so dass sie es auch gut findet. Und die Berührungen sukzessiv steigerst, dass der Kuss und alles einfach der logische nächste Schritt auf der Leiter ist. Und wenn das durch ist, dann kann man sich die nächste Überlegungen machen. Denn beim Sex und auch beim Rumlecken entstehen extremst starke Hormone, die die Bindung bei einer Frau halt einfach ansteuern. Sie muss jetzt davon ausgehen, dass sie schwanger ist. Natürlich nicht in der Realität, weil da gibt es natürlich Verhütungsmittel, aber die Biologie des Körpers kennt es natürlich nicht, weil ein paar hunderttausend Jahre war Verhütung halt nicht vorhanden. Dementsprechend schüttet der Körper massiv Bindungshormone aus bei der Frau. Beim Mann ist es erstmal noch nicht so extrem, aber bei der Frau schon. Das heißt, man kann davon ausgehen, der Mann muss führen bis zum Sex und nach dem Sex wird die Frau dafür sorgen, dass ihr euch bindet. Wenn du es nicht gerade angestellt hast wie der erste Mensch oder einfach permanent ihr doch demonstriert hast, dass du eigentlich ein Lappen bist. Was ja mit mir und meinem Content eigentlich nicht sein kann. Das heißt, sie wird auch regelmäßig Sex mit dir haben wollen. Ein Teil von deinem Leben sein wollen. Jetzt musst du dafür sorgen, dass die Anziehung nur nicht abfällt. Ja, und du eben als Lappen rüberkommst. Sonst wird sie sich wieder von dir distanzieren. Aber gerade am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit doch eher etwas gering. Insbesondere dann, wenn eben mehr Sex dann auch stattfindet. So nach 3 bis 6 Monaten ist es dann wieder etwas gefährlicher. Da muss man dann immer auch dafür sorgen, dass Anziehung eben auch aufrechterhalten wird. Weil eben sogenannte Shit-Tests auch passiert. Weil sie testet dich natürlich auch. Aber letztendlich hast du die Möglichkeit, alle verschiedenen Beziehungskonstellationen dann auch mit dir einzugehen. Da kann ich dir nur empfehlen, lass dir Zeit, guck dir das Mädel gut an, überleg dir, ob ihr wirklich gut zusammenpasst und ob du es nicht nur tust, weil du vielleicht einsam bist und einfach nur irgendjemand haben willst. Das ist der Fehler von vielen Männern, die dann gar nicht auf die Kompatibilität achten, sondern einfach nur auf Titten. Ich mag Titten. Und wenn du diese Phasen verstanden hast, und anwenden kannst, reproduzierbar bei unterschiedlichen Mädels, dann bist du weiter als 80% der Männer da draußen. Natürlich auch weiter als die Affen, die immer noch probieren, alles über Online-Dating zu reißen. Weil das wird nicht funktionieren. Da bekommst du irgendwelche Trullas, die halt einfach nicht auf deinem Level sind und mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit auch nicht kompatibel mit dir. Also deutlich unter deinem Level. Also das Problem, das halt viele haben, ist das Mindset. Die glauben, dass es super schwierig ist, Frauen kennenzulernen. Und natürlich ist es nicht einfach, weil man muss seine Ängste überwinden und seine limitierenden Glaubenssätze hinterfragen. Und es ist oftmals allein sehr, sehr schwer. Denn es sind halt so dunkle, blinde Flecken, von denen man selber oftmals gar nicht so richtig weiß, dass sie vorhanden sind. Und dann glauben Männer häufig, dass sie gar keine Chance haben, weil halt XY ist. Schlecht aussehen, nicht reich sind, groß sind genug, zu alt, keine Ahnung. Aber das ist halt alles Bullshit. Deswegen ist es super, super wichtig, dass man sich da auch dann einfach jemand holt, der sich damit auskennt, der dich reflektiert. Also lass dir es nicht einreden, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Egal was kommt. Wenn du wissen möchtest, wie ich es geschafft habe, trotz scheiß Mindset, limitierende Glaubenssätze, super viele Ängste, introvertierter Nerd, wöchentlich attraktive Models,
glückliche Beziehung führen, also in der Reihenfolge, und es in kurzer Zeit auch du schaffen möchtest, dann klick jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und verschwende nicht dein fucking Leben. Mach's gut, wir sehen uns, bis dann. Adios! Also morgens sich als erstes so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar, ne?